Herzlich willkommen zum Kanalog. In diesem Video stellen wir Martina Stamm-Fiebig von der SPD eure Fragen. Martina Stamm-Fiebig ist bereits 2 Legislaturperioden Teil des Bundestages und selbst auch Teil des Petitionsausschusses. Außerdem hat sie einen wirtschaftlichen Hintergrund und hat selber mit Suchtkranken gearbeitet, weswegen ihr dieses Thema persönlich am Herzen liegt. Wenn euch das Video gefällt, dann lasst gerne einen Like da und wir freuen uns auch über Kommentare unter dem Video. Jetzt viel Spaß bei dem Interview. Herzlich willkommen, Martina Stamm-Fiebig. Vielen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben. Kommen wir auch direkt zur ersten Frage. Spielt Cannabis in Ihrem persönlichen Umfeld eine Rolle und kennen Sie womöglich Personen, die Cannabis verschrieben bekommen? Ja, erstmal vielen Dank, dass ich dabei sein darf und mich zu dem Thema äußern. Das Thema begleitet mich jetzt schon jahrelang in meiner Arbeit im Bundestag. Zum einen natürlich als Mitglied im Ausschuss für Gesundheit, aber vielmehr durch den Ausschuss durch den Petitionsausschuss, wo ich auch darauf aufmerksam wurde. Und wo ich mich jetzt als Patientenbeauftragte der SPD auch ganz stark dafür eingesetzt habe, dass wir dahin kommen, dass erst einmal Cannabis überhaupt verordnbar ist. Bei aller Thematik und Schwierigkeit und bei aller Probleme, die wir haben, war ich sehr froh, dass wir diesen Schritt gegangen sind, dass da einige Barrieren im Kopf gefallen sind. Nichtsdestotrotz, ich kenne Menschen, die damit behandelt werden, überwiegend Leute, die mit dem Thema Schmerz zu tun haben und chronischem Schmerz zu tun haben, aber auch ADS, vor allem im Bereich der Erwachsenen. Und ich kenne auch einige und bin deswegen sowohl von der Patientensicht, aber auch der Seite der Apotheker, die mit vielen, vielen Schwierigkeiten zu kämpfen haben, mit dem Thema wirklich vertraut und weiß, dass da noch ein weiter Weg zu gehen ist, bis wir eine gewisse Normalität in das Thema bekommen. Ja, wie Sie schon angesprochen haben, gibt es noch einige Probleme, mit denen Cannabis-Patienten zu kämpfen haben. Als erstes ist da die sehr schwierige Suche nach einem Arzt, der die bürokratischen Hürden auf sich nimmt und das überhaupt verschreibt. Und dann kommt es auch noch des Öfteren vor, dass die Krankenkassen sich dann dennoch verweigern, die Medizin zu bezahlen. Angesichts dessen, dass dann aber herkömmliche oder sogar homöopathische Mittel bezahlt werden, fühlen sich dann einige Patienten im Stich gelassen, die dann schnell mal 300 bis 600 Euro monatlich für ihre Medizin zahlen müssen. Was Cannabis dann in einigen Fällen zu einer Zweiklassenmedizin macht, die sich einige einfach gar nicht leisten können. Wie sehen Sie das Problem und planen Sie das zu lösen und wenn ja, wie? Also ich sehe das Problem, ich weiß auch, ich sage mal, gerade die ganze Thematik des Antragsverfahrens haben wir ein Stück weit jetzt ein bisschen geheilt bei der Weiterverordnung. Aber bei der Erstverordnung ist es immer noch so, dass es wirklich sehr, sehr schwierig ist, dass es eben auch Kassen gibt, die sehr restriktiv mit der Praxis umgehen. Ich bin da wirklich sehr unglücklich darüber, weil ich glaube, das müsste nicht sein. Aber ich habe das eingangs schon mal erwähnt. Ich glaube, auch da sind wirklich ideologische Dinge im Vordergrund. Es hat nichts mit der Verschreibungspraxis zu tun. Das Problem, was Sie benannt haben mit den Ärzten, die wenigen, die es tun, die haben wirklich, nehmen große Belastung auf sich, weil sie wirklich sehr oft Anträge begründen müssen und das mehrmals. Und ich kann auch dann verstehen, dass es bei den Ärzten eine gewisse Zurückhaltung gibt, obwohl viele gerade von den Schmerzmedizinern sehr wohl wissen, ja, dass es wirklich hilfreich sein kann. Also, wir haben eine sehr restriktive Auslegung im Gesetz, die ja ganz klar sagt, nur wenn eben eine schwerwiegende Erkrankung und vorliegt. Aber eben da ist es auch, dass diese im Gesetz definierten unzumutbaren therapeutischen Alternativen ausgeschöpft werden müssen. Das ist alles, finde ich, nicht so, dass man sagt, ganz klar definiert. Und deswegen wünsche ich mir an der Stelle wirklich eine klare Definition der Begrifflichkeiten. Das würde allen helfen, ganz klar die Entbürokratisierung des Antragsverfahrens, damit wir eben auch eine wirkliche Reduzierung der Widersprüche bekommen, um eben auch die Ärzte davon zu überzeugen, dass sie keine so großen Probleme haben wie im Augenblick, wenn sie verordnen. Und diese erneute Beantragung im ambulanten Bereich, nachdem ein Medikament im stationären Bereich verordnet wurde, das ist etwas, was niemanden so wirklich einleuchtet.
Es gibt ja jetzt so leise Fortschritte, dass Selektivverträge geschlossen werden zwischen Kassen und Leistungserbringern. Aber auch da muss man sagen, es ist eben immer so, dass es auf sehr viel Goodwill der Akteure ankommt und das kann eigentlich nicht die gesetzliche Grundlage sein für das Thema. Also wir brauchen die Schranken im Kopf weg, sowohl bei den Verordneten wie bei den Kassen. Noch einmal feststellen, dass wir in dem Kontext eben nicht beim Kiffen auf Rezept sind, sondern dass wir wirklich Evidenz haben für das, was wir tun und dass es in der Schmerztherapie wirklich ein Segen ist. Wir streben natürlich immer noch eine bessere Studienlage an, um das noch einmal zu manifestieren. Aber die Ergebnisse der Begleitstudien müssen eben dann auch in gesetzgeberisches Handeln umgewandelt werden. Ja, entsprechende Leitlinien und Praxisleitlinien gehören dazu. Und es ist natürlich schon auch so, dass wir das Thema Blütentherapie hin zu Fertigarzneimitteln, wir müssen das diskutieren, weil wir eben auch, und das Wirtschaftlichkeitsgebot in der GKV gilt eben, einzuhalten haben. Auf der anderen Seite braucht es eine Ausbildung der Ärzte. Also ich glaube, allein in dem Kontext hätten wir genug zu tun. Wie gesagt, bin immer noch froh, dass es es gibt, aber viel Verbesserungsbedarf. Sie haben gerade auch schon das Kiffen auf Rezept angesprochen. Konsumenten werden schnell als Klischeekiffer abgestempelt, also die medizinischen Konsumenten. Erleiden Stigmatisierung im Alltag, im Beruf. Wie bewerten Sie da die Lage und kann man da wohl was dran ändern? Ich finde das sehr, sehr schwierig und ich habe mich damals wirklich über diese Schlagzeile in der großen Zeitung mit vier Buchstaben sehr geärgert. Ja, also das war auch dem, was wirklich die Abgeordneten im Petitionsausschuss lange gut vorbereitet haben, was dann damals auch in einem wirklichen guten Zusammenspiel auch mit den Unionsfraktionen funktioniert hat und dann kommt sowas. Das war natürlich ein Schlag ins Gesicht für diejenigen, die das mit angestoßen haben. Ich denke, wir brauchen allgemein einen ganz anderen Umgang miteinander. Ich sage das immer sehr bewusst. Ich war in meinem früheren Leben Betriebsrätin. Ich habe sehr viel mit Suchterkrankten zu tun gehabt. Aller Couleur. Und ich denke, wir haben Bereiche, die sind immer noch ganz klar stigmatisiert. Ich sage immer, niemand sagt was, wenn du sagst, ich habe gestern eine halbe Flasche Wodka getrunken, aber wenn du einen Joint geraucht hast, dann ist das ganz schrecklich. So. Und also bin jetzt keine 68erin, ich bin 65 geboren, war erst 3, aber wir hatten schon mal einen sehr viel entspannteren Umgang mit dem Thema. Wo das herkommt, kann ich nicht genau sagen, aber ich finde diese immer wieder Menschen für einen Konsum, für eine Krankheit, für eine Teilhabeeinschränkung irgendwie zu stigmatisieren, ist noch weit verbreitet und deswegen ist es in vielen Bereichen ein weiter Weg zu gehen. Ich erlebe übrigens das Gleiche bei überwiegend jungen Frauen, die Essstörungen hatten. Also wir haben da noch viel zu leisten in vielen Gebieten, aber ich möchte vor allem, wenn es um Arzneimittel geht, diese Stigmatisierung einfach aufheben. Denn bei Opioiden fragt auch niemand. Ja, also wir haben da eine ganz, ganz große Schieflage und die gilt es wirklich ganz massiv zu bekämpfen, weil das einfach falsch ist, was dort von sich gegeben wird. Sie haben auch gerade schon den Vergleich von Alkohol und Cannabis angesprochen. Alkohol ist legal und Cannabis illegal. Wie absurd ist das für Sie? Für mich ist das ganz absurd, weil ich kenne wesentlich mehr Familien, die darunter zu leiden hatten, dass jemand in der Alkoholsucht gelandet ist. Und ich finde, diese Diskussion ist in Deutschland wirklich total schräg. Wir haben natürlich, und es hat sich verändert, als ich jung war, gab es wesentlich mehr Nikotinkonsumenten. Das hat sich jetzt ein bisschen verschoben. Ich finde aber, man muss einfach darauf eingehen, dass wir mittlerweile, berichtigen Sie mich bitte, ich glaube so 10%, die ständig Cannabis konsumieren haben. Und ich denke, darauf muss man reagieren. Ich finde es immer noch falsch, dass man immer wieder versucht, das eine gegen das andere irgendwie auszuspielen. Alles, was in eine Sucht führt, ist einfach schrecklich. Punkt. Da kann man nichts wegdiskutieren. Wir wissen aber auch, dass das, was wir bisher im Bereich von Cannabis getan haben, und ich möchte da nochmal explizit sagen, was wir gerade auch mit den jungen Menschen im Straßenverkehr da machen, das ist für mich nicht in Ordnung. Und das ist auch einem Rechtsstaat nicht würdig, was da passiert. Und ich denke, da muss man wirklich was tun. Und
Ich weiß es nicht, wo es herkommt, aber dadurch, dass ich eben viel im Bereich der Arzneimittel unterwegs bin, auch das große Thema Medikamentenmissbrauch wird nie so thematisiert, obwohl wir wissen, wie viele Frauen gerade tablettenabhängig sind. Ich glaube, wir brauchen einen ganz, ganz anderen Umgang mit dem Thema Sucht und vor allem, was nicht automatisch zur Sucht führen muss. Denn auch wenn ich heute einen Gin Tonic trinke, bin ich morgen kein Alkoholkranke. Ja? Also, aber da ist wirklich viel Aufklärungsarbeit und da gibt es viele Menschen, die auch wirklich nicht wissen, wie es in der Forschung aussieht, was wir an Studienlagen haben, wie es in anderen Ländern aussieht. Und ich mag nicht immer den Vergleich mit anderen Ländern, aber ich finde, man kann immer schon mal über den Tellerrand gucken, ja, was woanders passiert. Ja, das meiste medizinische Cannabis wird zurzeit noch importiert. Wie bewerten Sie dahingehend die Arbeit der Cannabis-Agentur, dem ersten Cannabis Made in Germany, und können Sie sich eine deutsche Cannabis-Industrie hier in Deutschland vorstellen? Das ist natürlich immer wahnsinnig schwierig, sowas zu beantworten, wenn man für das Thema zuständig ist. Aber natürlich bin ich der Meinung, dass die Regionalität mir sehr wichtig ist. Ja, das ist in allen Bereichen so. Und wir können uns auch nicht darauf verlassen, dass wir auf Dauer Kanada, Niederlande, was auch immer wir jetzt noch nennen wollen, uns darauf verlassen, dass von dort das Cannabis kommt. Und deswegen müssen wir das auch selbst tun. Und ich bin der festen Überzeugung, dass wir das machen können und dass wir das auch hinbekommen. Es gibt genug, die anfragen. Ich weiß, wie entsprechend man aufgestellt sein muss, aber ich denke, das muss passieren. Denn sonst kann man den Anspruch nicht erheben, dass man sich auf fremden Märkten bedient und dann dort auch eine Knappheit schafft. Ja, das muss man ja auch dazu sagen. Ja. Ja, zurzeit werden ja, glaube ich, nur 10% der Menge, die wir jährlich Bedarf haben, überhaupt gedeckt mit dem deutschen Anbau. Nur 2,6 Tonnen pro Jahr. Dementsprechend ist da wirklich ja noch viel zu tun. Ja, und das hat auch damit zu tun, dass dann natürlich ja dieses Medikament und die Blüten einfach nicht so verfügbar sind, wie sie sein müssten. Also mir hat mal ein Apotheker wirklich live gezeigt, was es für ihn bedeutet, so ein Medikament zu bekommen, wie er dann wirklich mehr oder minder schon auf Lieferungen in der Zukunft ja sich einloggen muss und sagen muss, jawohl, ich habe Bedarf. Also das ist alles nicht so, wie ich mir das vorstelle, weil das irrsinnig viel Aufwand macht, weil es auch für den Apotheker, der ich habe da einen, der wirklich auch viele Schmerzpatienten betreut, der sagt, das ist für uns ein enormer Aufwand, ob wir das überhaupt bekommen. Und das ist eigentlich, das ist nicht akzeptabel. Punkt. Können Sie sich auch vorstellen, dass Patienten zu Hause ihre eigenen Cannabispflanzen züchten oder im Falle einer Legalisierung Eigenanbau erlaubt werden würde? Jetzt haben Sie mich an einen Punkt, wo ich leider Ihr Grinsen im Gesicht wahrscheinlich nie mehr so weiterbekommen werde. Nee, im Augenblick nicht. Weil wir einfach sagen, es ist am Anfang sowieso relativ schwierig. Also wir haben uns ja jetzt auf den Weg gemacht, auch meine gute alte Partei, die SPD, sich dazu zu committen, zu sagen, jawohl, wir wollen eine regulierte Abgabe, wir wollen, dass man an Erwachsene das abgibt, aber eben wirklich so, dass man sagt, nicht eben im Augenblick der Anbau zu Hause, weil wir das auch schwer kontrollieren können. Und im Jugendschutz ist es natürlich schwierig zu vereinbaren. Und den muss man achten. Da gibt es einfach kein Wenn und Aber. Und deshalb, nein, da kann ich Sie jetzt leider nicht mit beglücken. Das ist noch nicht der Weg, aber vielleicht kommen wir da auch noch mal hin. Ja, ohne jetzt wertend zu werden. Deutschland hat ja gerade im letzten Jahr gezeigt, dass sie den Anschluss in Sachen Digitalisierung an andere Länder so ein bisschen verloren haben. Glauben Sie, dass wir beim Thema Cannabis-Legalisierung ein Vorreiter werden könnten oder werden wir da auch kostbare Zeit verlieren? Das kommt entscheidend darauf an, wie die Menschen am 26. September ihre Stimme abgeben. Also ich sage mal, da muss man, da kann man ganz klar nachlesen, wo man da Übereinstimmungen hat und wo man relativ sicher sein kann, dass sich in einem Koalitionsvertrag, wie auch immer, das Thema wiederfindet. Wie gesagt, mir wäre ganz, ganz wichtig, dass wir auch alles, was drumherum ist geregelt, unter anderem der Straßenverkehr, das ist mir wirklich ganz, ganz wichtig. Ich möchte nicht, dass junge Menschen kriminalisiert werden und wirklich dann auch ganz große Einbußen da hinnehmen müssen in jeglicher Art. Und deshalb, ja, das wird sich zeigen in den Tagen nach dem 26. September. Und ich hoffe da auch auf eine Mehrheit, wo man wirklich in dem Thema weiterkommt. Denn ansonsten drehen wir uns weiter schön im Kreis.
Erzählen uns alle gegenseitig, wie wir wissen, was man alles gut machen kann, aber sie wissen auch, welche Parteien im Augenblick da noch ganz stark auf der Bremse stehen. Ich will nicht zu viel Wahlkampf machen. Wie schätzen Sie die Prohibition von Cannabis ein? Verursacht sie mehr Schäden, als dass sie nützt? Ja. Also, ich meine, wir sehen ja, was im Augenblick passiert. Und wir sehen auch, ich meine, wir haben immer wieder auch mal Meldungen, dass wirklich auch Patientinnen und Patienten nicht davor gefeit sind, dass auf einmal die Polizei vor der Tür steht und eine Hausdurchsuchung macht. Und weil allein der Geruch, ja. Also es gibt da Beschilderungen, die finde ich ganz abenteuerlich. Und es bindet so unendlich viel Ressourcen auch bei der Polizei. Und wir wissen ja, was am Ende dabei rauskommt. Und deshalb bin ich der festen Überzeugung, wenn wir bundeseinheitlich regeln, wie der Besitz stattfinden kann, kommen wir auf einen ganz anderen Weg. Und ich denke, dass wir auch in dem Bereich dann der Prävention und dem Jugendschutz wirklich da weiterkommen, weil wir dann auch diese Diskussion haben, wie eben die gesellschaftliche Realität ausschaut. Und Verbote und Kriminalisierung haben den Konsum, das will ich ja nicht sagen, in exorbitante Höhe getrieben, aber sie haben es zumindest nicht gesenkt. Also was soll das alles, ja? Und deswegen bin ich der festen Überzeugung, wir können die Ressourcen bei Justiz und Polizei besser einsetzen. Modellprojekte wurden in der Vergangenheit ja auch schon oft beantragt. Wie kommt es aber, dass diese immer abgelehnt wurden und sollte sich da nicht was ändern? Wir wollen die ja explizit als SPD-Fraktion, wir haben das auch in unser Wahlprogramm geschrieben, weil wir sagen, wir sehen natürlich auch wer es im Endeffekt vor Ort umsetzen muss. Und wir sehen da schon die Kommunen in der Verantwortung. Und natürlich haben wir Kommunen, da stellt sich das Problem ganz anders dar. In meiner Nachbarstadt Nürnberg ist es schon immer ein ganz anderes Thema als zum Beispiel, sage ich jetzt mal, in Schweinfurt. Aber ich habe jetzt einfach eine Stadt genannt. Wir wissen auch, wo die Hotspots sind der Community. Und deshalb denke ich, selbst konservative Stadträte in Nürnberg und München haben erkannt, dass man mit diesem Modellprojekt eine gute Arbeit leisten kann. Bisher ist es immer im Freistaat Bayern bei mir gescheitert. Aber wir werden einfach, und ich sage mal, das ist halt jetzt der Dreh- und Angelpunkt, dass wir eine bundeseinheitliche Regelung bekommen, wo die Bundesländer dann auch nicht mehr irgendwie ausscheren können. Und deswegen muss es bundeseinheitlich geregelt werden. Und wenn wir jetzt an den ersten Step gehen und sagen, wir lassen diese Modellprojekte zu, ich glaube, dann wird man auch sehr schnell merken, dass das nichts ist, vor was man Sorge haben muss. In der Debatte vom 29.10.2020 wurde auch ein Antrag der FDP auf Modellprojekte gestellt. Die hat die SPD aber abgelehnt. Und die Begründung war, dass man sich dort an den Koalitionspartner hier halte. Aber auf eine Antwort der Stellungnahme der Fraktion Die Linke äußerte sich die Bundesregierung, dass die SPD ihr Positionspapier nicht weiter verfolge und keine offiziellen Besprechungen zu diesem Thema gehalten wurden. Zwischen der Veröffentlichung des Positionspapiers und der Anfrage lagen aber auch schon 7 Monate, in der Sie Zeit genug dafür gehabt hätten. Wie erklären Sie das und sehen Sie Ihr Positionspapier auch nach wie vor als gültig an? Das Positionspapier hat die SPD-Bundestagsfraktion beschieden, die in ihrer Souveränität da frei ist. Ja, wir können als Fraktion ja Dinge beschließen. Und das war ja auch ein weiter Gang, denn auch bei uns war Überzeugungsarbeit zu leisten. Das war nicht so, dass das ein Selbstläufer war. Und ich sage einmal, die Bundesregierung ist das eine, aber die Abgeordneten sind nicht Teil der Bundesregierung. Und wir haben, das kann man schlecht oder gut finden, wir haben einen Koalitionsvertrag und in dem letzten Satz dieses wunderbaren, ich weiß gar nicht mehr, wie viele Seiten umfassenden Werkes steht, die Koalitionsfraktionen stimmen immer gemeinsam ab. Und damit ist es festgelegt. Das kann man verurteilen, aber es gibt natürlich auch auf der anderen Seite eine gewisse Verlässlichkeit. Denn auch Dinge, die wir in diesem Koalitionsvertrag verankert haben, sind ja nicht, sage ich mal, Selbstläufer bei der Union gewesen. So. Das kann man jetzt gut oder schlecht finden. Es gäbe so manche Anträge, denen ich gerne im Laufe dieser letzten 4 oder 8 Jahre zugestimmt hätte. Das ist aber leider nicht so. Und egal, ob es jetzt Jamaika, wie auch immer wir die Farben zueinander würfeln, dort wird es ähnlich sein. Dann kann ich als SPD den schönsten Antrag stellen. Die Opposition wird dem nicht zustimmen. Außer man würde sich committen und sagt, jawohl, wir schließen über die Fraktionen hinweg einen gemeinschaftlichen Antrag.
Das kann man machen. Ist ein schwieriger Prozess, kommt manchmal vor allem bei Gewissensentscheidungen zum Tragen. Aber ich sage ja, wir sind kurz vor der Wahl und ich bin diesmal wirklich sehr gespannt und ich sehe große, große Chancen, dass wir bei dem Thema wirklich weiterkommen. Ansonsten müssten wir jetzt nochmal Parlamentarismus einen Grundkurs machen, aber das leuchtet vielen Menschen auch nicht ein, warum die Regierungsfraktionen immer miteinander abstimmen. Und das kann man auch ganz schlecht erklären, aber so vereinbart man im Endeffekt auch und hat damit aber auch die Sicherheit, dass man durch dieses Commitment eben 4 Jahre durchkommt. Sonst würde es viel schwieriger werden. Sie haben es eben auch schon angesprochen mit der Führerscheinproblematik. Als Cannabiskonsument muss man fürchten, dass selbst bei mehrtägiger Abstinenz die Grenze von 1 Nanogramm im THC im Blut, welches im Straßenverkehr genutzt wird, immer noch überschritten wird. Diese und weitere Ungleichheiten wurden im Verkehrsausschuss des Bundestages durch einen Antrag der Linken debattiert. Wie bewerten Sie die aktuelle Lage und planen Sie Änderungen in diesem Bereich? Ich hätte den Antrag der Linken 1:1 unterschreiben können. Ja, und damit lasse ich es auch. Es ist einfach für mich, und ich habe das eingangs schon einmal erwähnt, das kann nicht sein. Ja? Es ist eben so, dass THC nicht so abgebaut wird wie Alkohol, kann man jetzt gut oder schlecht finden. Das ist nun mal so, das ist einfach, das haben wir zur Kenntnis zu nehmen. Aber ich finde es nicht in Ordnung. Und ich finde ja, dass es vor allem dann auch vereinheitlicht werden muss. Ja, weil auch da die Bundesländer sehr unterschiedlich und das Handhaben und unterwegs sind, genauso wie beim Besitz von diesen geringen Mengen. Ich finde, das ist unserem Staat nicht würdig, ja, dass ein junger Mensch in Berlin anders behandelt wird wie in München oder in, was nehme ich denn jetzt doch, Düsseldorf. Ja. Ich finde, das ist nicht, also das stört mich am allermeisten, ja. Da wo ich sage, wo leben wir? Ist es ein Bananenland oder was? Also ich gehe dann mal 10 Meter weiter, dann bin ich jetzt zufällig nicht mehr in Bayern. Nee, das geht einfach nicht. Und ich finde, das ist wirklich vollkommen richtig thematisiert worden und angesprochen worden. Und da muss sich was verändern. Ich habe das im Übrigen mit meiner Justizministerin, die von der SPD ist, besprochen und habe gesagt, Christine, da muss was passieren, sagt sie, würde ich gerne tun, muss aber im Verkehr geregelt werden, darf nicht von Justiz geregelt werden. Also ich habe mich wirklich, wie heißt es immer so schön, sie hat sich bemüht. Ich habe wirklich alles zum Thema gemacht, aber muss eben vom Verkehrsministerium kommen und deswegen waren uns da die Hände gebunden. Ich habe aber auch dann in dem ganzen Kontext, wenn es dann zum Führerscheinentzug kommt, nochmal jetzt mit den Verbraucherschützern auch gesprochen, weil ich das drumherum, um dann die MPU, die ja meistens sofort fällig ist, was da so alles passiert, kann man auch nicht für gut heißen. Und sollte ich dem nächsten Bundestag angehören, verspreche ich Ihnen, dass ich mich da wirklich nochmal ganz stark dahinter klemme, weil das ist für mich echt ein No-Go. Das ist, ich kann das gar nicht fassen. Ich ärgere mich so sehr über diese Thematik. Okay, kommen wir zur finalen Frage. Was denken Sie persönlich, wann wird Cannabis in Deutschland zum Freizeitkonsum freigegeben? Bei der richtigen Konstellation im Januar 2022. Okay, danke. Vielen Dank. Müssen wir aber ganz schnell den Koalitionsvertrag machen. Das lassen wir direkt so stehen, würde ich sagen. Ja. Man muss sich ja Ziele setzen, ne? Man muss ja was nach vorhaben. Ja, aber ich denke, wenn die Konstellation passt, und da kann man wirklich ja, da kann man auch viel mit der FDP machen, und das ist zwar für viele nicht die Wunschkonstellation, aber ja, sowohl Linke als auch, ich glaube, wir haben jetzt eine breite Basis. Wenn wir es ohne die Union schaffen, dann ist es mit Sicherheit, steht es in dem Koalitionsvertrag. Sehr schön. Vielen Dank für das Interview. Sehr gerne.